Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Zweitligaspiel VfL Bochum 1848 gegen den DSC Arminia Bielefeld. Heute mal an ungewohntem Ort, auswärts nämlich bei der Wiaktiv-Krankenkasse hier in Bochum, unserem Premium-Partner. Deswegen ist neben mir nicht nur Cheftrainer Robin Dutt für den VfL, sondern auch der Vorstandsvorsitzende der Wiaktiv, Herr Brücker. Herr Brücker, Sie als Gastgeber haben natürlich das erste Wort. Nehmen Sie bitte das Mikro, dann haben nämlich auch unsere Fernsehzuschauer was davon. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir freuen uns, dass Sie hier sind heute. Das, denke ich, der Anlass ist ein hochspannender, das Spiel morgen. Bin gespannt, wie es ausgeht. Wir nutzen natürlich die Gelegenheit auch hier als Partner, die Kooperation der Wiaktiv und das mit dem VfL einfach mal vorzustellen. Warum haben wir das gemacht im letzten Jahr? Ich denke, wir sind beide sehr langjährige, gute und etablierte Institutionen hier. Die Wiaktiv ist ja hier aus der alten BKK Grupp Bochum entstanden. Also von daher, denke ich, ist der Name hier auch stark verankert. Und warum sponsert oder warum engagiert sich eine Krankenkasse? Natürlich zum einen aus werblichen Gründen, aber zum anderen, denke ich, ist es naheliegend, dass das Thema Gesundheit dabei im Vordergrund steht. Und ich denke, Gesundheit und Leistung, sportliche Leistung. Wir haben unsere Ausrichtung auf das Thema Prävention, Sport in den letzten Jahren gemacht. Ich glaube, Sport ist ein ganz wichtiger Baustein für die Gesundheit und für ein, denke ich, zufriedenes Leben. Der VfL hat das mitbegleitet, nicht nur durch die Profiabteilung, sondern insgesamt als Verein, und das finden wir sehr schön. Wir haben dann auch darüber hinaus, das können Sie hier rechts sehen, von mir die Gesundheitskarte, um auch ein deutliches Zeichen zu setzen für die VfL-Fans. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen mal etwas Exklusives, machen mal die VfL-Gesundheitskarte, das hat auch nicht jeder. Und warum machen wir das hier heute? Sie haben vielleicht gesehen, dass wir hier am Umbauen sind. Wir sind jetzt im 14. Jahr hier in diesem Gebäude. Da nutzt sich irgendwas ab, dann hat man neue Ideen. Und jetzt ist es so, dass wir am 15.10. mit dem Umbau fertig sind, hier unseren neuen Kundenservice dann oder wieder eröffnen. Ist ja nicht neu, aber dann renoviert. Und da haben wir was Spannendes. Wir machen mit dem VfL, und das finde ich ganz toll, eine DKMS-Typisierungsaktion an dem Tag. Da sind Sie also auch ganz herzlich eingeladen, vorbeizukommen und auch sich an dieser guten Aktion zu beteiligen. Ja, soweit. Jetzt, glaube ich, muss ich Schluss machen. Sie sind dran, und das ist viel wichtiger. Also für morgen erstmal drücke ich alle Daumen. Vielen Dank dafür. Ja, Cheftrainer Robin Dutt ist hier, erwartet eure Fragen. Ich weiß gar nicht, ob ein Mikrofon jetzt gerade im Plenumsbereich ist. Jo, wird euch gereicht. Kurzes Handzeichen, soweit ich euch sehen kann. Das ist bei den multiplen TV-Teams nicht immer der Fall. Dann geht's los. Ralf Ritter von der WAZ macht den Anfang, bevor Christian Hoch von Funke Medien übernimmt. Ja, schönen guten Tag. Ja, ich würde einmal um ein personelles Update bitten. Wie sieht es bei Sebastian Mayer aus zum Beispiel? Ja, Sebastian ist gestern mehr oder weniger überraschend erstmal wieder ins Mannschaftstraining rein. Wir hatten eigentlich für diese Woche schon abgehakt gehabt. Jetzt müssen wir aber schauen, wie er es überstanden hat. Wie er heute ins Training reinkommt, auf jeden Fall ist wieder eine Resthoffnung da, dass er vielleicht morgen doch zum Einsatz kommen kann. Dafür ist aber Maxim Leitsch gestern raus aus dem Training. Und ist mehr als gefährdet, sein Einsatz morgen. Und Robby Kroos hat wieder trainiert. Ja, es geht jetzt ein bisschen raus und rein diese Wochen bei uns. Aber wir werden auch eine Lösung dafür finden. Okay, Christian Hoch heißt jetzt Günther Pohl, aber egal. Vielleicht eine kurze Nachfrage, Herr Dutt, was hat Maxim Leitsch, warum muss er raus? Ist immer noch seine alten Beschwerden im Leistenbereich, im Hüftbereich, im vorderen Oberschenkelbereich. Diese Belastung einfach in den letzten Wochen, die zieht immer mehr drauf, und jetzt ist halt der Zug so weit, dass er sich eben nicht bei 100% fühlt. Dürfte ich eine nachlegen, eine Frage? Immer. Ja. Vielleicht sportlich gesehen nochmal, jetzt der Gegner DSC Arminia Bielefeld, Sie haben gesagt, in der englischen Woche haben Sie das Tief genommen, das Sportliche. Wie wollen Sie aus diesem Tief jetzt gegen diesen Gegner herauskommen? Ja, es wird schon sehr viel, vor allem jetzt, wo wir so ein bisschen personelle Unruhe haben in der Startformation, kommt es natürlich immer darauf an, sehr schnell
eine gute Geschlossenheit auf dem Feld zu finden, gut in die Spiele reinzukommen. Wir haben in der englischen Woche mindestens zwei Spiele in der Anfangsphase ein bisschen verpasst, reinzukommen, in die Zweikämpfe reinzukommen, selber den Gegner mit unseren Aktionen zu beschäftigen. Und ich denke schon, dass in diesem Spiel morgen sehr wichtig sein wird, dass wir ab der ersten Minute an den Fokus so haben, dass wir dem Gegner das Spiel schwer machen und gleichzeitig selber Aktionen haben. Jetzt aber Günther Pohl. Herr Dutt, wir sind ein bisschen von der ersten Frage abgekommen zum personellen Update. Was ist mit Tom Weiland? Tom hat jetzt ganz normal trainiert und dürfte keine Probleme geben. Und wie sieht es bei Soares aus? Danilo wird definitiv noch ausfallen. Das bedeutet, er wird frühestens nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen. Weitere Fragen? Christian Hoch macht weiter. Herr Dutt, was macht die Mannschaft auf Sie für einen Eindruck? Nach den unglücklichen Ergebnissen hat man, also bei uns in der Mixzone so gehört, wir können uns eigentlich selber gar nicht erklären, wie wir jetzt hier zum Beispiel gegen Dresden mit 0 Punkten dastehen konnten. Was macht die Mannschaft jetzt für Sie für einen Eindruck gefasst? Ja, ich denke, so Aussagen direkt nach dem Spiel, die sind vielleicht nicht immer so repräsentativ für die tatsächliche Meinung, die jeder Einzelne hat, weil ich finde schon, dass es Erklärungen gibt dafür, dass wir nur einen Punkt gehabt haben, und die Erklärungen sind sicherlich nicht nur im Bereich Pech oder Unglück oder sonst was zu suchen, sondern in der Regel haben sie einfach was mit ganz normaler handwerklicher Arbeit zu tun, dass man sich auf dem Platz einfach in Situationen schlecht verhält, wie beim frühen Gegentor in Heidenheim, wo man sich auskundern lässt, keine gute Restverteidigung hat, oder die gelb-rote Karte, die man sich unnötig einfängt, wo eben wir vielleicht nicht unbedingt da kurz rausspielen müssen, uns auch nicht anbieten müssen, dann das Foul machen. Ja, das sind alles Dinge, und da sehe ich die Spieler schon sehr reflektiert. Jetzt klar, für Toto Lucia ist es natürlich schwer, seinen Fehler morgen gut zu machen, weil er gesperrt ist, aber schon sehr reflektiert zu sagen, war von mir nicht ganz gut gelöst, mit der gelben Karte dann so in den Zweikampf reinzugehen. Und insgesamt machen sie auf mich schon einen selbstkritischen Eindruck. Selbstkritik allein führt aber nicht zum Erfolg, sondern ist maximal so der erste Schritt auf dem Weg dorthin. Letztlich sind es immer dann Handlungen, und ich habe es vorher schon gesagt, wenn wir auf unsere erfolgreiche Phase, vor allem in der Rückrunde oder am Anfang auch geschaut haben, immer dann, wenn wir eine Verlässlichkeit hatten in der Struktur, sowohl in der Struktur des Spieles oder Verlässlichkeiten hatten in der personellen Besetzung, waren wir auch sehr erfolgreich. Und wenn eben ein Wechsel da ist, dann ist es völlig normal, dass es dann ja von den Abläufen auch mal nicht stimmen kann. Und da finde ich es halt sehr wichtig, dass die Spieler sich bewusst sind, dass man nicht fehlerfrei spielen muss, um Spiele zu gewinnen, sondern dass man den Mut haben muss, eben in Situationen reinzugehen und zu wissen, mein Mitspieler sichert mich ab, unterstützt mich, und man kann Spiele eben dann, muss man nicht immer nur spielerisch und taktisch gewinnen, man kann sie auch mit Leidenschaft und Mentalität gewinnen. Die ist unserer Mannschaft nie abzusprechen, aber sie muss so ein bisschen noch mehr in der Struktur und muss noch geschlossener agieren und darf nicht die einfachen Gegentore kriegen, die wir jetzt in den letzten 3 Spielen bekommen haben. Ja, die natürlich was mit fehlender Abstimmung zu tun haben, aber das zu beklagen hilft ja nicht, sondern sich bewusst zu sein, was war falsch in der Abstimmung, wo habe ich meinen Mitspieler nicht abgesichert, wo hätte ich Körperkontakt bei der Flanke haben können, wo hätte ich die Flanke verhindern können, indem ich einfach früher rausgehe und attackiere, wo hätte ich mich erst gar nicht in die schwierige Situation bringen können. Das sind Dinge, die man schon im Training mit vorbereiten kann, um sie dann im Spiel auch umzusetzen. Günther Pohl macht weiter. Ja, nochmal eine Frage zu Leid. Im Falle, dass er nicht spielen kann, gehen Ihre Überlegungen dann in der Innenverteidigung Richtung Patrick Fabian und etwas zu verschieben, wobei der ja dann eigentlich eher lieber rechts spielt? Oder wäre auch Jamra eine mögliche Alternative für die Innenverteidigung? Ja, natürlich diskutieren wir im Trainerteam momentan etwas mehr über die personelle Besetzung, wie wir es letztes Jahr in der Rückrunde gemacht haben. Letztes Jahr in der Rückrunde war die Mannschaftssitzung immer Copy-Paste.
und du hast die gleiche Aufstellung gehabt. Jetzt ist es so, dass es nicht nur auf der Position, sondern auf vielen, ja, für uns natürlich schon gilt als Trainerteam, viel Zeit zu verwenden, es zu diskutieren, spielt Jamra oder spielt Patti Fabian, wird Vogelsammer und Klos von Anfang an auflaufen, wer passt am besten dazu, das sind schon Dinge, die wir abwägen. Und ein Vorteil hat, wenn man noch nicht weiß, genau wie man spielt, der Gegner weiß es auch nicht. Und von daher wollen wir ihm natürlich nicht den Gefallen tun, das heute auch in diesem Rahmen bei Wir aktiv ihm dann kundzutun. Herr Dutt, ich habe mir schon, wie Sie begonnen haben, gedacht, dass Sie die Frage nicht beantworten. Ich sage, Sie haben auch schon so angefangen, dass wir wussten, dass Sie die Frage nicht beantworten. Deshalb, ob Meier, wenn er denn überhaupt im Kader ist, ob Sie lieber, weil er verletzt war, mit ihm anfangen oder lieber ihn vielleicht später bringen, die Frage ziehe ich dann auch zurück. Die brauchen Sie gar nicht zurückziehen. Ich kann antworten, ohne Ihnen eine konkrete Antwort zu geben. Es ist vielleicht nach der Rückkehr von Robby, ich gehe davon aus, dass er spielen kann. Und wenn Basti auch spielen könnte, haben wir vielleicht vorne trotzdem ein bisschen mehr Auswahl und ist es so ein bisschen angenehmer, als wenn natürlich hinten, dann hast du immer gerne einen Linksfuß natürlich auf der Innenverteidigerposition, ist alles so ein bisschen schwieriger dann zu entscheiden, weil auch vorne eigentlich Tom Weiland in einer sehr guten Form ist, trotz dieser Woche, Lukas Hinterseher trotz dieser Woche in einer guten Form ist, Basti Meier, als er gespielt hat, in einer sehr guten Form war, Lee in einer sehr guten Form ist. Also das ist mir schon lieber, du hast eine gewisse Auswahl. Ja. Günther, mach noch weiter. Arminia Bielefeld, vielleicht hinter Köln und Hamburg vor der Saison, gewettet auf Platz 3 bis 6. Was kommt da auf den VfL zu vom Gegner? Ja, natürlich Bielefeld finde ich eine sehr gute Mannschaft, sowohl von der Organisationsstruktur als auch von den Einzelspielern. Ich würde sie jetzt, also ich bleibe dabei in meiner Einschätzung, dass ich Hamburg und Köln vom Potenzial, von den Möglichkeiten von den Spielern als Nummer 1 und 2 nach wie vor sehe. Danach sind für mich ganz viele Mannschaften relativ eng beieinander im Leistungsstand. Und da sehe ich jetzt zwischen Bielefeld und uns keinen allzu großen Unterschied. Und von daher wird es wie viele Spiele in der zweiten Liga erneut mal wieder ein sehr enges Spiel werden, wo es auf viele Faktoren ankommt. Bielefeld hat in der Spitze natürlich mit Klos einen sehr gewachsenen, großen, kopfballstarken Stürmer und daneben mit Vogelsammer einen sehr schnellen Spieler. Da haben sie schon gewisse Stärken, das muss man sagen. Haben einen Punkt mehr wie wir. Also es ist eine gestandene Zweitligamannschaft mit einer guten Struktur, mit guten Spielern, die in der Qualität aus meiner Einschätzung nicht besser, nicht schlechter ist wie wir. Dementsprechend werden Nuancen über Sieg und Niederlage entscheiden. Kieran Gaffrey von der Bild, danach wechseln wir ins Funkelager. Herr Dutt, ich stehe mal auf, damit Sie mich besser sehen können, weil hier gibt es ja sonst kein Durchkommen. Wir haben am Saisonbeginn oft darüber gesprochen, dass der Konkurrenzkampf sehr groß ist und Sie sich lange nicht festlegen wollten auf eine Startelf und auch gesagt haben, das werde ich so nicht tun, was sich ja jetzt auch mehr oder weniger bezahlt macht. Ist das der Vorteil des VfLs in dieser Saison, dass Sie wirklich adäquaten Ersatz haben für die Spieler, die verletzt sind? Von den Spielern her ohne Frage, da bleibe ich auch dabei, dass wir wirklich einen guten, ausgeglichenen Kader haben und rein personell von der Position alles besetzen können. Man darf trotzdem nicht unterschätzen, und da muss man, was macht einen erfolgreich? Natürlich machen eingespielte Formationen, die immer gleich spielen, in der gleichen Struktur, personell, haben natürlich einen gewissen Vorteil. Also wenn ich nochmal an das Spiel Ingolstadt denke, im Nachgang, als ich gefragt wurde, was hat uns da so stark gemacht, dann hat uns so stark gemacht, dass alle Spieler zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche gedacht und Gleiche gemacht haben. Das hat uns stark gemacht gegen Ingolstadt. Das ist natürlich in einer eingespielten Mannschaft einfacher. Und man sieht einfach, wir haben in jedem Spiel Top-Spieler auf dem Platz gehabt, aber es spielen zwei verschiedene Spieler voreinander oder nebeneinander und schon stimmen die Abstimmungen nicht optimal und da muss man den Spielern einfach auch
ja, die Geduld mitbringen, auch von unserer Seite, das machen wir auch, dass sie eben sich auch da hineinarbeiten. Die Problematik ist eben, dass du eben jetzt in der letzten Woche nicht einen Ausfall hattest und dann spielen halt die nächsten 10-3 Spiele, sondern das jede Woche. Das gehört dazu im Fußball. Ich finde nicht, dass du das beklagen darfst. Ich bin froh, dass wir da gute Spiele in der Hinterhand haben. Aber du siehst einfach, dass man da auch einen gewissen Rhythmus erstmal wieder finden muss. Ralf Ritter von der WAZ macht mal weiter. Ja, ich bleibe aber sitzen. Es ist das erste Derby für Sie gegen Bielefeld. Haben Sie schon so ein bisschen Derby-Feeling? Also das erste Derby als VfL-Coach natürlich. Ja, es ist, ich sag mal, Derbys zeichnen sich immer eher so rund um den Spieltag aus. Und wenn man, wie ich, sag ich mal, neu in Bochum ist und jetzt nicht mehr ganz neu, aber zu Recht sagen Sie, das erste Spiel zu Hause gegen Bielefeld, ja, dann sollte man nicht so tun, als wenn man jetzt 4 Tage vorher schon hier das Derby-Feeling hat. Für mich ist es momentan noch ein normales Punktspiel. Ich glaube, so Derby-Feelings entstehen mit der Wiederholung. Das bedeutet, wenn man Emotionen damit verbindet, wenn man alte Ergebnisse im Kopf hat, wenn man alte heiße Duelle im Kopf hat, und das haben die Fans natürlich viel mehr im Kopf wie ich, der das erste Mal zu Hause gegen Bielefeld spielt. Vielleicht komme ich ja in eine glückliche Situation, länger hier arbeiten zu dürfen, und dann werde ich vielleicht nächstes Jahr auf die Frage sagen, oh, ich habe ein Riesenfeeling, weil damals, als wir da das Spiel dieses heiß umkämpfte gegen Bielefeld zu Hause gewonnen haben und die Fans vor Ekstase auf der Bühne ausgeflippt sind, also das ist ein Feeling, das spüre ich jetzt schon wieder 3 Tage vorher, aber ich tue mich jetzt schwer, jetzt eine künstliche Derby-Stimmung bei mir zu erzeugen, ist aber kein Nachteil, weil ich bin total fokussiert auf dieses Spiel. Wir brauchen den Sieg nach der englischen Woche. Und ob da ein Derby-Stempel dahinter steht oder nicht, weiß ich um die Bedeutung bei den Fans. Bei mir stehen die 3 Punkte im Vordergrund. Und das verstärkt sich auch nicht mit dem vorhandenen Derby-Gefühl oder Nicht-Gefühl. Aber ja, vielleicht ist es ja heute in einem Jahr schon anders. Ja. Ralf Ritter macht weiter. Ja, Anschlussfrage an Jens Fricke. Wie viele Karten sind denn schon verkauft? Bis dato haben wir 14.000 Karten verkauft. Christian Hoch. Sie haben gerade viel über das Thema eingespielt gesprochen. Dazu gehört sicherlich auch die taktische Formation. Gegen Dresden war es am Anfang 4-4-2, wo Sie versucht haben, die 3 Innenverteidiger früh zu stören. Da haben Sie hinterher nach dem Spiel gesagt, dass das eher schief gegangen ist. Gehen Ihre Überlegungen denn deswegen mehr dahingehend 4-2-3-1, das weiter einzuspielen? Oder sagen Sie sich, die Option wollen wir trotzdem auch weiter im Training annehmen und auch in den Spielen probieren? Ja, mit dem Dresden war nicht unbedingt jetzt die Grundordnung 4-4-2 oder 4-3-3 der entscheidende Unterschied, sondern die auch veränderten Abläufe innerhalb des Grundsystems. Also wir können schon verschiedene Grundordnungen spielen mit den gleichen Abläufen. Also das wird immer drin sein müssen, weil sonst wären wir eine Mannschaft, die nicht den Anspruch haben kann, eher im oberen Drittel spielen zu wollen, dass du, wenn du halt Spieler hast, die du auf ihre vermeintliche Lieblingsposition bringen willst, dass du vielleicht die Grundordnung dann auch mal etwas veränderst, das gehört dazu. Aber vielleicht waren gegen Dresden die Abläufe, die dazugehören, waren die vielleicht etwas zu groß, dass es in einer Grundordnung Veränderung geben kann bei gleichbleibenden Abläufen. Das gehört immer dazu, dass du in so einer Situation, wie wir jetzt sind, wo wir einen großen Personalwechsel hast, vielleicht mal etwas mehr auch nach dem Gegner schaust, gehört auch dazu. Wissen Sie, wenn es so ist, wie es schon war, dass wir im Prinzip jedes Spiel, egal wie es läuft, auf jeden Fall gewinnen und unentschieden spielen, dann guckst du nicht groß auf den Gegner, dann bestärkst du deine Spieler in ihren Stärken, verlässt dich auf deine Grundordnung, auf deine Abläufe, spielst das Spiel und gewinnst das Spiel. So, wenn du natürlich jetzt eine englische Woche hast, wo du nur 1 Punkt geholt hast, wo die personelle Situation nicht genau so steht, dann musst du als Trainer schauen, ob es vielleicht noch Punkte gibt, wo du mehr rausholen kannst als über die normalen Abläufe, und dann musst du vielleicht auch taktisch bereit sein, den einen oder anderen Kniff auszuprobieren. Es ist immer nur ein Auszuprobieren. Keiner von uns Trainer kann sagen, wenn er eine Idee hat, sie funktioniert am Ende. Weil es gibt ja nur einen Sieger, und der Gegner hat ja auch ganz gute Ideen. Aber dass du dich damit mehr beschäftigst, das gehört, liegt in der Natur der Sache, wenn du nicht 9 Punkte holst, sondern bloß 1 Punkt holst.
Weitere Fragen? Von denjenigen, die ich sehe und auch denjenigen, die ich nicht sehe. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns nochmal recht herzlich für die Gastfreundschaft hier. Sehen euch morgen Abend alle wieder und spätestens am 15.10. dann alle wieder hier.